Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Letztes Mal sind wir mit Lili natürlich, aufs Dach von Alexandrien gegangen, oder aufs Dach vom Schloss gegangen, und irgendwie hat sich das Schloss verwandelt. Die Frage ist nur, was genau ist hier passiert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist dein Schloss. Warum weißt du nicht, was hier vorgeht? Ja, das ist eine gute Idee, dass du mal auf deinen eigenen Füßen stehen solltest. Wie heißt es deine? Du bist Königin, also es ist eine gute Aufgabe, das Land zu beschützen. Hey, wir sind... Ist das die Hildegard 2, oder was? Oh, es ist die Hildegard 2. Oh, es sind... Oh, Konstruktionsfehler, das hört sich nicht so toll an. Also ich hoffe, das Schiff hält noch. So schlimm gleich. Oh oh. Ja, Vivi? Okay, du hast also die Rolle des Seekranken hier in Final Fantasy 9. Das, glaube ich, haben wir schon mal erlebt, oder? Das ist das erste Mal, dass Mahagon einen nützlichen Tipp gibt. Nicht schlecht. Also, Vivi, ab mit dir unter Deck und mal noch kräftig aufs Ohr legen. Wir brauchen dich fit und. Heiko? Was ist? Naja, wirklich, da hat er etwas gefunkelt, oder? Autsch, was war das? Nicht nur Vivi fällt auf die Nase, sondern Sid fällt auch gleich auf die Nase. Okay, und? Müssen wir landen, oder? Heilige Tribunal, was für ein Tribunal? Was redest du? Kannst du nicht springen? Nicht springen? Was redest du von Alexander? Nicht springen, euch. Hallo, da. Oh mein Gott. Sie fällt wirklich runter. Und ich dachte mir immer, Aikos Flügel wären nur Zierde. Nein, natürlich nicht. Sie wurde natürlich von der Kristallmacht aufgefangen. Bin ich einfach vom Schiff gesprungen. So ist es also. Ohne Fallschirm. Ja. Hey, jetzt leuchten beide Kristalle. Und was bedeutet das jetzt? Das Licht des Schicksals. Okay, das. Das sagt mir leider überhaupt nichts. Wieso weißt du das? Okay, und was machen wir jetzt? Vor allem, wieso weiß Echo das? Okay. Ja, wenn es weiter nichts ist. Oh mein Gott, es wird gebetet. Und was sind das für Kreise da? Muss ich mich fürchten? Oh mein Gott, das werden ja immer mehr. Es ist die Invasion der Kreise. Ja, die Szene dauert leider etwas länger. Aber wir haben es gleich geschafft. Und es kommen noch mehr Kreise. Und noch mehr Kreise. Oh, Moment mal. Das ist doch ein Gebäude und kein Vogel. Warum hat es Flügel? Und vor allem so große. Okay. Ist das nicht etwas unfair?
Wenn das Schloss nur sich selbst anhüllt und die Stadt nicht. Ich meine. Oh, Moment mal. Ja, wer Final Fantasy kennt, weiß schon, was das für eine Esper ist. Und es ist ja auch schon vorgekommen. Kurz vorher. Das ist nämlich Alexander. Und der macht jetzt Bahamut ganz schön das Leben schwer. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Kann ich die auch lernen? Da hätte ich gar nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist die legendäre Bestie Alexandria. Es scheint fast so, als hätte Kuja nur darauf gewartet, dass wir Alexandria beschworen haben. Oder ich werde, auch wenn Kuja hier Alexandria sagt, ich werde einfach Alexander dazu sagen, weil er so in allen anderen Final Fantasies auch so geheißen hat, bis jetzt zumindest. Moment mal, ja, das ist schon wieder das komische Auge, oder? Naja. Ich bin gespannt, ob das Auge irgendwas... Hey! Ist das nicht der... Moment, ist das innerhalb von dem Auge oder was ist das? Das ist Gaia. Achso, das ist ja unser Planet, genau. Was ist Kuchas Existenz, also Sinn seiner Existenz? Was hat der Typ mit Zidane zu tun? Und vor allem, wer ist das? Okay, ja, kann er zaubern oder was genau stellt er jetzt an oder Panik, Hilfe, ich weiß nicht, wo ist der nächste Notausgang? Keine Ahnung, vielleicht will ja der Typ nicht mehr helfen. Ja, Rufzeichen, Rufzeichen. Garland? Oh, ist das der Typ? Keine Ahnung, du kennst ihn. Also, ich kann schon verraten, der Typ im schwarzen Anzug oben ist wirklich Garland gewesen und was er kann, das erfahren wir noch viel, viel später. Auf jeden Fall gibt es kurz mal einen Schnitt zu der Truppe von Zidane, die mittlerweile auch schon irgendwo im Schloss gelandet sind. Wo genau erfährt man, glaube ich, nicht. Also, ich sehe auch keinen Platz, wo das Schiff hier landen könnte. Aber macht nichts. Oh, sie sind gar nicht gelandet. Sie sind gecrashed. Oh, so ist das. Ja, musst du auch nicht, Jiri. Musst du nicht. Okay. Oh, ist natürlich keiner mehr da, ne? Nein. Das ist aber auch zu blöd. Hey Hagen, ist das nicht der, der die Kanonen schärfen sollte? Keine Ahnung. Also was machen wir jetzt? Ah, das ist übrigens, soweit ich weiß, das letzte Mal, dass man gegen das Alexandricon fighten kann. Also wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat, einfach eine Truppe zusammenstellen mit Zidane, Freya, Vivi und Maragon, sollte es jetzt ungefähr möglich sein, das zu schlagen. Es ist auch jetzt nicht allzu einfach, aber ja, mit etwas Vorbereitung sollte es möglich sein. Vor allem mit Räuberseele ist es, ja, da macht man schon ganz schön viel Schaden und mit Räuberseele kann man auch im zugeklappten Zustand sehr viel Schaden anrichten, deswegen sollte man in Alexandern auf jeden Fall die Kiste überhaupt.
die Engelsschwinger zusammengeschraubt haben, weil sonst hat man hier mit dem Alexander Knoten auf jeden Fall Probleme noch. So, und natürlich schauen, dass alle Leute Gegenstände ausrüsten, wo sie noch viel zu lernen haben, weil das Alexander Knoten gibt natürlich sehr viel AP. Diesmal gegen die Schwerter zwar nicht so, aber wir sind trotzdem am richtigen Weg. Einfach hier rauf und schauen, was Eike und Vivi so treiben. Eike und... Ich verwechsel Vivi da mit Lilly. Sorry, ist einfach so. Ja, keine Ahnung. Ja, sieht fast so aus, ja. Ja, schnell zur Hilfe. Ja, geht ihr die anderen Leute retten? Das ist eine gute Idee. Ja komm, sie dann macht das schon. Ihr geht mal runter. Ja, Margon ist natürlich der Erste, der diesen Rat befolgt. Du bist es sicher nicht. Salve, Bruder. Und tschüss. Okay, und Vivi? Eine gute Idee. Tschüss, Vivi. Kannst du jetzt bitte auch gehen? Ich will da mal die Stiegen rauf. Ah, okay, jetzt kommt noch kurz eine Retrospektive darüber, was die Motivation von Zidane ist. Na, wie auch immer, er geht alleine weiter. So, und da geht's rauf und... Hey, hoppala, was ist los? Warum wackelt das so? Keine Ahnung. Uah, oh oh. Hört sich auf jeden Fall nicht so toll an. Oh, au. Was ist das bitte? Noch mehr Kreise, noch mehr Kreise. Hey, das gefällt mir aber gar nicht. Hey, was sind das für Blitze? Muss das sein? Böse Blitze, böse... Autsch. Okay, das war's wahrscheinlich mit dem Lernen von Alexander. Jetzt aber schnell weg hier, oder? Oh, oh, hoffentlich fällt die... Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Und natürlich kommt der Retter. Was? Können die fliegen? Wo kommt diese Leine her? Was soll das alles? Und was ist aus Alexandrien geworden? Das alles und noch viel mehr erfahren wir nächstes Mal. Nur kurz schauen. Ja, es kommt noch eine kurze Szene. Ja, es tut ihm natürlich leid. Ja, dass er ein Dummkopf war, das wissen wir natürlich schon. Ja, aber was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, das Beben ist noch nicht vorbei. Okay, was hat der Typ vor? Autsch. Autsch. Oh oh. Sind wir jetzt entkommen? Was ist aus Alexandrien geworden? Und wer ist dieser Typ? Das alles, na vielleicht nicht alles, aber viel mehr erfahren wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9 und der Kreislauf Selegar. Was redet er schon wieder? Ah, bis dahin wünsche ich euch natürlich, während Garland hier weiterredet, wie immer noch viel Spaß. Das war dann wohl ein Schicksal, Kutscher. Und tschüss.